Bundesliga 31. Spieltag und hier sind die Wetttipps von ihm und mir. Und die werden jetzt überragend und wir starten gleich mit einem Novum, oder? Doppelspieltag am Freitag oder sagt man nicht Doppelspieltag, irgend sowas halt. Auf jeden Fall zwei Spiele, da Leverkusen über den DFB-Pokal die Vorverlegung des Spiels gegen Köln gebeten hat und dem wurde stattgegeben offensichtlich. Die haben es jetzt eben mit diesem FC Köln zu tun, die eigentlich kurz vor Klassenerhalt sind, aber dadurch, dass die hinteren Teams alle gepunktet haben oder sogar teils gewonnen haben, bis auf die Hertha, ja, könnte es auch nochmal für Köln knapp werden. Und Leverkusen ist ja wirklich das Team dieses Kalenderjahres. Radek. Ja, Wahnsinn. Die haben einen absoluten Lauf hingelegt. Sahne, was Xabi Alonso da jetzt dann doch aufs Parkett gezaubert hat. Und wenn die so weitermachen, dann können die vielleicht sogar noch in die Champions League. Aber das sind schon 8 Punkte in noch verbleibenden 4 Spielen. 4, wie Jorge sagen würde vielleicht. Dass Leverkusen hier zu Hause klarer Favorit gegen Köln ist, sollte klar sein. Zumal die Kölner ja nicht die Auswärtsstärksten sind. Wer ist das schon in der Bundesliga? 32 Gegentore, 6 Niederlagen aus 15 Spielen, nur 3 Auswärtssiege für Köln. Da kann man eigentlich schon mal sagen, Köln wird dieses Spiel ziemlich sicher nicht gewinnen, oder? Da bin ich einer Meinung und ich bin auch der Ansicht, dass Leverkusen einfach stark genug ist. Ich glaube, die wollen auch in der Bundesliga spielen. Ich denke jetzt nicht, dass der Halbfinale so in den Köpfen der Kusener ist, oder? Also ich sehe das schon valuehaltig, die 1-7. Ja, dann halten wir das mal fest. Wenn du mutig bist, kannst du sogar Asian Handicap auf Leverkusen gehen. Also minus 1, dass er mit 2 Toren Vorsprung gewinnt, dann hast du halt eine gute Verdopplungsquote. Kann man machen. Naja, da ist halt der Unterschied von 1-7 auf 2-1 nicht so groß, als würde ich dieses Risiko dann wegen diesem kleinen Mehrwert eingehen wollen. Aber die Leverkusener sind stark in Form und Köln, ja gut, für die sollte es reichen, auch zum Klassenerhalt locker. Da geht es nicht mehr um so viel. Mainz gegen Schalke. Jetzt haben die Mainzer ja wieder mal parademäßig gezeigt, was ein Bayern-Fluch ist, oder? Die haben gegen Bayern sagenhaft mit 3-1 gewonnen und dann verlieren die ohne Not mehr oder weniger bei den Wölfen. Was wir natürlich vorausgesagt haben, oder ich, aber trotzdem gegen Schalke sind die Mainzer auch klarer Favorit, aber hier haben wir wieder das Mainz-Paradoxon, egal wie gut sie sind, auf eine 1-7er-Quote kannst auf Mainz auch nicht gehen. Und damit hast du alles zusammengefasst, plus Schalke ist natürlich gefährlicher bei Mainz. Glaube ich, kann man sagen, geht es jetzt eigentlich um nichts mehr, oder? Klar, die können noch mit 4 Siegen in den letzten 4 Spielen vielleicht nochmal, okay, ich nehme alles zurück. Es geht um einiges, vor allem es geht um alles. Könnte ja auch noch Europa League bemächtigt. Mir fallen teilweise die Wörter nicht mehr ein. Also ja, Mainz muss es gewinnen, wenn sie international spielen wollen. Schalke muss gewinnen, wenn sie in der Liga bleiben wollen. Also da geht es um einiges. Auch der 7. Platz kann ja für den internationalen Wettbewerb reichen, weil ja der DFB-Pokalsieger vielleicht auch unter den ersten 7 zu finden oder ersten 6 zu finden ist, sollte es vielleicht Leipzig werden. Und Schalke ist jetzt 5 Punkte vor Hertha, das muss man auch mal sagen. Wer hätte das gedacht, dass die Schalker mal vom letzten Platz wegkommen und dann noch dazu so viel Abstand zum letzten Platz haben, sodass sie jetzt eigentlich ja, hier mit Augsburg, Hoffenheim, Stuttgart, Bochum um den Klassenerhalt kämpfen. Also das wird ein super spannendes Finish. Willst du schon mal ein bisschen spoilern, wen du auf dem Zettel hast neben der Hertha als Absteiger? Naja, ich würde es wahrscheinlich so lassen, wie die Tabelle jetzt ist, weil du musst ja wirklich sagen, unter Hoeneß spielt Stuttgart echt gut. Hoffenheim kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß es nicht, Radek. Ich weiß es nicht. Also das ist schon leistungsgerecht, muss man sagen, auch im Moment. Und zu den Bochumern kommen wir jetzt. Die haben in Gladbach ein relativ schweres Auswärtsspiel. Gladbach, das sind ja die Untippbaren, die gewinnen einerseits zu Hause gegen Teams wie Bayern oder Wolfsburg und dann verschenken sie wieder die Punkte in großem Stil an Stuttgart oder Union Berlin oder auch Frankfurt. Also
Gladbach so eine verrückte Saison. Nicht die erste von den Gladbachern, die so durchwachsen ist, dass sie mal Hü und mal Hot machen. Und was soll man von Bochum halten, gell? Da verlieren sie 5-1 gegen Wolfsburg und du denkst dir, ja, wie kannst du abschreiben? Dann vermasseln sie aber dem BVB die schon sicher geglaubte Meisterschaft. Ja, das war wirklich ein sehr, sehr intensives Spiel. Krass, wie das Publikum auch abgegangen ist. Schade für den BVB, dass sie auch die Elfmeter nicht bekommen haben, aber sie waren ja nichtsdestotrotz selber schuld, dass sie eine der zahlreichen Großchancen nicht noch reingemacht haben. Bochum wüsste jetzt nicht, wo sie auswärts auf einmal punkten sollten. Die müssten ihre restlichen Heimspiele gewinnen und dann schauen wir mal, was passiert. Gladbach auch wirklich eine sehr, sehr enttäuschende Saison, haben aber wirklich den Großteil ihrer Punkte dann doch daheim geholt. Kein Wunder. Ich tue mir schwer bei dem Spiel zu sagen, dass Bochum was holt. Ich finde die Gladbach-Quote sogar echt fair. Naja, das ist genau das, was ich auch sagen würde. Die ist richtig fair, aber dann gewinnst halt nichts dabei, so in der Art. Weil Bochum ja dann doch zu gefährlich ist. Nichtsdestotrotz muss man eigentlich davon ausgehen, dass Gladbach ähnlich wie Wolfsburg an einem normalen Tag auch Bochum locker schlagen kann. Was das Potenzial betrifft, noch dazu diesen Heimvorteil, deswegen 1,95. Augsburg ebenfalls wieder ein bisschen unten drin im Abstiegskampf. Auch ein klassisches Heimteam. Wenn man sich die letzten Ergebnisse der Augsburger ansieht, und damit meine ich die alle Spiele im Jahr 2023, da fällt auf, dass sie im Jahr 2023 zu Hause nur ein einziges Spiel in der Bundesliga verloren haben, und das war gegen Köln. Also sonst sieben Heimspiele 2023 nicht verloren. Und dann kommt eine Mannschaft wie Union Berlin, die auch auswärts eigentlich vor diesem Sieg jetzt in Mönchengladbach Gott sei erbärmlich performt hat auswärts und es ein Wunder ist und irgendwo auch ein Zeichen der Ausgeglichenheit der Bundesliga, dass Union Berlin trotz dieser latenten Auswärtsschwäche auf Platz 3 steht und wir ein extremes Gefälle zwischen Heim und Auswärts haben. Was heißt das in der Quintessenz für die Quoten? Union Berlin ist Favorit, aber Value liegt dann doch eben zu Hause bei Augsburg. Ja, also du sagst, Augsburg ist ein bisschen drin. Ich glaube, die sind richtig fett im Abstiegskampf drin. Die brauchen jetzt jeden Punkt und die sind das Team, das das geringste, wenigste Momentum hat aus meiner Sicht. Und dazu hast du ja noch gesagt, letzte Woche wäre doch geil, wenn Union Meister wird am Ende. Dortmund hat schon mal mitgespielt mit dem Punktverlust. Union natürlich selber nur einen Punkt gegen Leverkusen, aber das musst du auch erstmal schaffen gegen diese Leverkusen in dieser Form. Augsburg kann eigentlich nicht auf Unentschieden spielen und das könnte Union wiederum in die Karten spielen. Also ich würde hier schon auf Tendenz Union gehen. Bei Augsburg, wo sollen die jetzt das Selbstvertrauen auf einmal hergeholt haben? Ja, mein Gott, die haben auch zum Beispiel, glaube ich, Bayern München zu Hause geschlagen oder so. Also die können an guten Tagen schon einen raushauen und 1-0 war es gegen Bayern am 17. September. Okay, das ist schon ein bisschen her. Aber nichtsdestotrotz kann ich hier nicht auf die niedrige Union-Quote gehen. Da lass ich lieber, dann sollen sie das ohne mein Geld ausmachen untereinander, dieses Spiel. Bei Hertha gegen Stuttgart haben wir einfach Abstiegskampf Deluxe, wenn auch die letzten paar Spiele komplett unterschiedliche Wege eigentlich vorzeichnen. Wenn man jetzt den DFB-Pokal, das DFB-Pokal aus der Stuttgarter ausklammert, haben sie in der Bundesliga unter Sebi Hoeneß 4 Spiele in Folge nicht verloren. Und das ist ja für eine Mannschaft wie Stuttgart, die ja schon auch fast mit einem Bein in der zweiten Liga war, sensationell. Während Hertha mit 5 Punkten Rückstand auf den vorletzten, die brauchen echt ein Wunder. Und ein Pal Dardai ist ja, wie er schon öfter in der Vergangenheit bewiesen hat, für Wunder gar nicht zuständig. Nee, vor allem, ja,
weiß ich nicht. Also für Hertha ist es doch ein Endspiel, oder? Also wenn sie das jetzt hier verlieren, dann glaube ich, war es das komplett unentschieden. Dann muss man schauen, was die anderen machen, ob vielleicht noch der Relegationsplatz drin ist oder so. Aber das dürfte es dann eigentlich auch gewesen sein. Es sind jetzt genau 6 Punkte Rückstand auf Stuttgart, sehe ich es richtig? Yes, sir. Heißt, 6 Punkte Rückstand und das schlechtere Torverhältnis. Wenn sie jetzt dieses Spiel nicht gewinnen würden, kannst du eigentlich in den letzten 3 nicht mehr aufholen, realistisch gesehen. Spannend für die unteren Teams, die spielen irgendwie jetzt alle gegeneinander in den nächsten Wochen, habe ich nämlich doppelt nochmal nachgeschaut, weil ich mir überlege, ob Werder vielleicht auch nochmal da eine Rolle unten spielen könnte. Auf jeden Fall brandgefährlich. Also, wer denkt, dass die Hertha aus irgendeinem Grund jetzt ein Glückstor schießt, der kann mal eine Wette drauf platzieren, aber trotz DFB-Pokal-Niederlage gegen Frankfurt spielt Stuttgart nicht nur einen guten Ergebnisfußball gerade, also sprich, sie holen die Ergebnisse rein, sondern sie spielen auch einen wirklich guten Fußball, vor allem in der Schlussphase. Deshalb würde ich hier schon Tendenz VfB geben. Mhm. Und interessanterweise wäre es ja eigentlich für Hertha so einfach gewesen, die Klasse zu erhalten. Sie haben ja letztes Jahr schon gesehen, wie es geht, einfach Felix Magath verpflichten. Aber der hat halt gesagt, dieses Mal will ich schon irgendwie 10 Millionen, sonst gehe ich nicht nach Berlin oder so. Könnte ich mir vorstellen. Und dann ja, ist der Abstieg halt besiegelt, wenn du keinen Felix Magath hast. Also Stuttgart hier, Asian Handicap 0 bei einer Quote von 1,7 rum. Sollte dieses Spiel halt nicht verlieren, dann wären die auch selber schon mal wirklich einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Wobei ja blöderweise halt der vorletzte Platz noch wirklich sehr eng werden könnte, sodass auch ein Sieg hier für Stuttgart noch nichts heißt im Endeffekt. Freiburg gegen Leipzig, das ist ja quasi das Rückspiel vom Cup. Da haben die Leipziger Freiburg in Freiburg mit 5 Toren aus dem Cup gekegelt. Das war schon auch krass, weil Freiburg ja eigentlich dafür bekannt ist, dass sie erstens heimstark sind und zweitens wenig Gegentore zu Hause kassieren. Und beide Sachen haben sie jetzt mal einfach so gebrochen. Vor allem auch, weil Leipzig ja eigentlich gar nicht so gut zur Zeit war, sodass ich eigentlich vor dem Cup hier bei dieser Quote auf Freiburg absolut Value gesehen hätte, aber jetzt wirft sich das irgendwie so ein bisschen über den Haufen. Andererseits, wenn einer solche hohen Niederlagen total wegreden kann, dann ist es wohl Christian Streich. Das hat er in der Saison schon mehrmals bewiesen. Ja, deshalb hat das 1x auf jeden Fall Value, ne? Also diese Quote wäre ja niemals jetzt, glaube ich, so hoch gewesen, wenn nicht die DFB-Pokal-Niederlage jetzt so horrend gewesen wäre. Ja, doch. War vorher schon so? Ich glaube schon. Relativ gut war die. Sie ist von 3,5. Hier sehen wir es. Die Heimquote, die ist gestiegen. Ja. Von 3,7. Aber 3,7 war auch schon relativ hoch. Dafür ist jetzt so 4,2 auch nicht mehr so ein gravierender Unterschied. Die Leipziger waren vorher 2,2 Favorit, jetzt sind sie 1,9 oder 2,0 Favorit. Ich muss auch sagen, ich würde niemals auf Freiburg Sieg bei diesem Spiel jetzt gehen, egal wie das ausgeht, egal wie die Quote ist. Aber das X lacht mich schon an bei diesem Spiel. Und wenn du jetzt überlegst, wie hoch die Quoten gegangen sind, das ist ja schon 0,6, 0,7, sowohl beim Sieg Freiburg als auch bei Unentschieden, bedeutet das auch, dass die Double Chance auf Freiburg, bitte klick es mal an, dürfte eine gute Zweierquote geben. Das heißt, das finde ich schon spannend. Auf der anderen Seite spricht auch viel für Leipzig. Aber Leipzig ist jetzt auch nicht die Konstanz in Person. Also die haben schon diverse Ausrutscher. Und Freiburg weiß jetzt genau, was sie zu tun haben. Also die wissen, die müssen verteidigen. Deshalb glaube ich schon, dass das hier ein 1-1 oder 0-0 geben wird. Mhm. Und die Freiburger zu Hause in der Liga zumindest erst 12 Gegentore kassiert und erst 2-mal verloren. Leipzig auswärts immerhin 22 Gegentore kassiert. Also das spricht eigentlich dafür, dass Freiburg hier auch wieder ein Tor schießt. Beide Treffen gäbe eine Quote um die 1,8. Da kann man es
kann man sich, finde ich, fast darauf einigen. Jetzt sagst du, die wollen gut verteidigen. Auf der anderen Seite ist es halt schon verlockend, dass sie halt zumindest hier ein Tor schießen, und Leipzig wird höchstwahrscheinlich auch treffen, oder? Ja, dann 1-1, passt ja. Ja. Haben wir zwei Wetten bei dem Spiel, außer du sagst halt, das 1x taugt dir nicht. Und dann haben wir schon wieder den nächsten, den Hoffenheimer, den nächsten Abstiegskandidaten gegen ein Team, was wie ein Abstiegskandidat die letzten Wochen und Monate tatsächlich gespielt hat, sind jetzt eigentlich auch ganz, ganz weit weg vom internationalen Geschäft, es sei denn, sie würden den DFB-Pokal gewinnen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, Radek, wie es ist, wenn Leipzig gewinnt, geht dann automatisch der Siebte in die Euroleague oder der Finalist? Das ist eine gute und berechtigte Frage und ich bin froh, dass du sie stellst. Auf der Seite des DFBs ist es ganz klar geregelt, warum weißt du das nicht, dass wenn der Tabellenfünfte Pokalsieger wird, dann qualifiziert sich der Tabellensechste, der ja eh eigentlich qualifiziert ist für die Europa League, dementsprechend halt dann der Nächste, der Tabellensiebte. Ja, dementsprechend, Frankfurt hatte den Cup vor ein paar Jahren mal gewonnen mit Niko Kovac im Finale gegen die Bayern und Europa League. Von daher könnten die natürlich auch hier den Cup wieder gewinnen, aber auch Leipzig ist natürlich im Finale ein starker Gegner. Was es bei diesem Spiel jetzt an Wetten gibt, würde ich sagen, das ist halt einfach ein kristallklares Unentschieden bei einer Quote von 3,8, weil Frankfurt zu schwach zum Gewinnen ist, wie sie gezeigt haben, und Hoffenheim ja die letzten beiden Spiele auch verloren hat, aber zu Hause spielt, und damit eine 3,8 für ein Unentschieden, das Interessanteste ist. Und dann kommen wir zu einem Spiel, das unsere Kindheit ja eigentlich geprägt hat. Und ein Wunder, dass wir immer noch Freunde sind, obwohl wir uns oft bei diesem Spiel auf komplett anderen Seiten befunden haben. Ja, und es gibt sogar ein paar Spieler, die für beide Teams gespielt haben. Ich würde sagen, wir machen ein kurzes Spiel. Ich fange mit dem ersten an. Claudio Pizarro. Borowski. Andy Herzog. Mario Basler. Fuck, ich habe jetzt gerade Miroslav Klose. Der kam zu spät, dann habe ich gewonnen. Ich weiß aber auch keinen mehr. Nein, ich weiß immer noch einen. Hättest du noch nicht gewusst? Bitte? Ja? Ja? Ismail? Oh, das ist natürlich ein Insider. Aber schreibt gerne euren Tipp in die Kommentare, ohne zu googeln, wer bei Bayern und Bremen gespielt hat. Und allen voran, Otto Rehhagel hat beide Teams trainiert. Während 14 Jahre in Bremen er zu König Otto wurde, hat es in Bayern für ungefähr 8 oder 9 Monate gereicht beim FC Hollywood, bevor Franz Beckenbauer gesagt hat, na, das mache ich selber, und hat den Rehhagel entlassen. Das war noch Zeit 1995. Jetzt 2023 muss ich sogar schauen, welches Jahr wir haben. Wir sind alt geworden, aber immer noch sexy. Und bei diesem Spiel machen die Bayern-Quoten aufgrund der aktuellen Form leider keinen Sinn oder keinen Spaß. Aber traut man Bremen wirklich hier die nächste Überraschung zu, um die Meisterschaft nochmal spannend zu machen? Ich bitte darum. Glauben tue ich jetzt nicht dran, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass die Hertha 66 Minuten das 0-0 halten kann. Hoffentlich sagt jetzt Bayern nicht mit diesem Sieg in der Tasche und der erneuten Tabellenführung, dass der Knoten geplatzt ist. Hoffentlich spielen sie so wie in den letzten Wochen, und Werder holt mindestens hier einen Punkt. Denn ganz ehrlich, sie haben so lange geführt gegen Schalke und dann verlieren sie das noch. Selbst mit einem Unentschieden würde ich sagen, die wären auf jeden Fall safe durch gewesen, allein schon weil Schalke nicht den Dreier bekommen hat. Jetzt könnten sie nochmal reinrutschen, und sie haben echt schweres Restprogramm. Das heißt, um der Meisterschaftswillen und um den Nichtabstiegswillen, bitte ein 3-3. Das wäre natürlich ein geiles Ergebnis. Erinnere ich mich auch an ein Spiel damals, als, glaube ich, Bayern 4-3 oder Bremen 4-3 gewonnen hat, als Olli Reck dieses verrückte Eigentor mit dem Kopf gemacht hat. Pannen Olli. Aber funny fact, wer ist die schlechteste Heimmannschaft der Bundesliga? Werder Bremen, hättest du das gedacht? Ich meine, sie haben immerhin 5-mal zu Hause gewonnen. Und anderer Funny Fact, was nichts mit dem Heim zu tun hat: Bremen ist ja die einzige Mannschaft, die Borussia Dortmund zu Hause besiegen konnte. Und Borussia Dortmund ist die beste Heimmannschaft. Spielt jetzt keine Rolle, aber Bremen könnte damit halt auch irgendwo die Meisterschaft entschieden haben schon, als sie es noch gar nicht wussten.
Und wenn sie jetzt hier gegen Bayern verlieren, dann schon. Aber vielleicht sagen sie, wisst ihr was, wir wollen auch nicht die Schuldigen sein, dass Dortmund nicht Meister wird. Deswegen besiegen wir jetzt auch die Bayern. Duxch und Füllkrug haben beide mehr Tore als der beste Bayern-Torschütze. Das ist auch mal wieder ein Funny Fact. Also wir freuen uns einfach auf das Spiel. Wetttechnisch gibt es leider nicht so viel her wie Anekdoten aus der Vergangenheit. Und weiter geht's zum nächsten. Das ist dann der BVB gegen die Wölfe. Der BVB mit einer katastrophal niedrigen Quote. Nie und nimmer haben die das jetzt verdient, vor allem nach dem Rücksetzer gegen den VfL Bochum. Und die Wölfe haben natürlich nicht nur gegen dieses Bochum 5-1 gewonnen, sondern dann auch gegen die vielleicht formstärksten Mainzer. Und ja, können jetzt mit breiter Brust da in Dortmund versuchen, den BVB schnell unter Druck zu setzen. Beide Treffen kommt safe. Und dann hoffe ich einfach, dass der BVB gewinnt. Aber ja, Value ist da nix. Vor allem auch nicht bei beide Treffen. Da ist die Quote mit 1,6 auch nicht die Welt. Vor allem ist Wolfsburg jetzt fast auch nicht unbedingt so eine Mannschaft, die gerne Tore schießt. Ich meine, das sieht man schon am besten Torschützen. Yannick Gerhardt mit 6 Toren. Und auf der anderen Seite ist Wolfsburg die einzige Mannschaft, die auswärts besser als zu Hause ist. Die freuen sich halt immer, wenn sie aus ihrer Stadt rauskommen. Müssen jetzt aber zum besten Heimteam. Also das könnte spannend werden, aber wie du sagst, Value gibt es hier nicht auf Dortmund. Aber die hohen Wolfsburg-Quoten eben schon. Deswegen hier eine Asian Handicap auf Wolfsburg mit einer plus 1,25. Hätte sogar noch Value, da würde man, auch wenn Dortmund das Spiel mit einem Tor gewinnt, was für die Meisterschaft gut wäre, noch die Wette gewinnen und hätte irgendwie eine Value-Wette am Start mit 1,9 um den Dreh. Aber auf die Wölfe willst du trotzdem nicht setzen. Nein, das stimmt natürlich. Dann schauen wir mal, auf was wir setzen wollen. Gut, also ein höllenschwerer und aber sehr spannender Spieltag steht bevor und wir haben uns hier auf ein paar Ergebnisse einigen können und auch auf ein paar Wetten. Starten wir mit Leverkusen, die 2-0 gewinnen und dadurch macht die 1,7 Siegquote auf Leverkusen für uns am meisten Sinn. Mainz gewinnt wohl das Heimspiel gegen Schalke mit 2-1, aber darauf wetten würde man bei der niedrigen Mainzer Quote wohl nicht. Gladbach kann man gerne anspielen, bei die spielen mit 2-0 erfolgreich gegen den VfL Bochum bei der Quote von 1,9. Und ich glaube zwar nicht, dass die Unioner das Spiel in Augsburg gewinnen, aber der Kollege deswegen ein 1-0 für Union, aber vielleicht ist es auch eher ein Unentschieden. Aber wetten ist auch nicht interessant, wenn man nicht davon ausgeht, dass Augsburg was reißt. Hertha gegen Stuttgart. Stuttgart in Form, Hertha nicht. Asian Handicap 0 bedeutet Draw No Bet. Siegquote dann bei einem Sieg 1,7 der Stuttgarter. Yeah, und bei Freiburg gegen Leipzig gibt es eine kleine Revanche für die Breisgauer nach der Niederlage im Pokal. Eine 1-1, bei dem beide treffen vor allem. Und die Wette ist beide treffen 1,8er Quote. Radex Unentschieden des Tages ist Hoffenheim gegen Frankfurt 1-1 und einen Ergebnistipp haben wir bei Werder Bayern. Ich sage ja 3-3, Radek hat mir ein Tor weggenommen, also gewinnt Bayern 3-2. Waren immer schon torreiche Duelle in der Vergangenheit zwischen den beiden. Und bei Wolfsburg gegen Dortmund bin ich dir auch ein bisschen entgegengekommen, obwohl ich ja eigentlich auch denke, dass die Dortmunder eigentlich nicht in der Lage sind, Wolfsburg zu besiegen. Andererseits müssen sie es einfach, um wieder mal eine spannende Meisterschaft, Meisterschaftsfinale zu haben. Und 2-1 für Dortmund ohne Wette, weil die Quote Gott sei erbärmlich ist. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Like und Abo wären super geil, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann freuen wir uns auf diesen Spieltag und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.